habe mein Ziel erreicht. Genau die Genugtuung, die ich gebraucht habe heute. Hallöchen meine Puppels, Freunde und Kumpels und herzlich willkommen zu einem wieder mal weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal eine Runde Black Ops 3, habe ich mal übelst übertrieben Bock drauf und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich übelst im Hype bin wegen Black Ops 4, ne? Also, nicht, dass das jetzt hier irgendjemand denkt. Nee, ich spiele das zurzeit wieder ein bisschen öfter, weil ein bisschen Abwechslung muss ja sein. World War 2 werde ich trotzdem nicht vernachlässigen für die Leute, die das gerne gucken. Alles ganz entspannt, ne? Mal ab und zu mal ein anderes Call of Duty. Hauptsache es bleibt bei Call of Duty und ich mache nicht was komplett anderes. Das wäre ja Quatsch und würde gegen meine Prinzipien verstoßen auf jeden Fall. Außerdem habe ich fast den Grand Slammer Auftrag fertig, der schon ewig in diesem Spiel ist, ne? Und naja, mal gucken. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal die Kisten denn auf in dem Video, mal sehen. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Bock drauf, mal eine Runde Black Ops 3 zu spielen. Es ist ja auch gerade Nuketown-Listen und ja, da werde ich gar nicht mehr lange labern, werde ich jetzt mal direkt ins Video starten. Aber das ist kostenlos, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und dann bis gleich im Spiel. Wow, beigejoint. So, dann mal schauen, was wir hier für Pakete hinkriegen. Bei Nuketown-Listen kann man sich ja den Spielmodus leider nicht aussuchen. Den habe ich. Habe ich auch, nice. Ah, das Spiel macht auch übelst Fetz, ne? Schade, bin ich tot, aber ist nicht schlimm. 50 vor Drohne kennt man ja nicht anders. Ich weiß nicht, warum das so ist tatsächlich. Aber habt ihr euch nicht auch mal so die Frage gestellt? Oder ist euch mal aufgefallen, dass Schwebeladungen geschissen sind? Das wird jetzt bei Black Ops 3 mein Running Gag anscheinend. Keine S-Mien mehr, sondern das. Mir ist euch auf jeden Fall mal aufgefallen, dass man bei Treyarch-CODs irgendwie komischerweise, also ich finde das so, ich will mich ja jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne? Aber das Spielgefühl ist so anders als bei den anderen Call of Duties. Man ist... Nein. Ich habe irgendwie das... Nein! Ach, eh beigejoint, nächste Runde wird besser. Nee, ich habe irgendwie das... Ich bin... selber, ich weiß jetzt echt nicht, wie ich das erklären soll. Ich versuche das jetzt mal irgendwie. Ich habe das Gefühl, man ist besser in den Call of Duty. Das läuft irgendwie, also das Spielgefühl ist so anders als die anderen Call of Duties. Ich war schon immer besser in diesen Treyarch-CODs als in anderen Call of Duties. Das läuft alles viel, viel leichter so irgendwie. Und ich weiß nicht, was genau die anders machen als die anderen. Und ich weiß jetzt nicht, was ich da gemacht habe. Ich hätte mich verstecken sollen. So kriege ich natürlich keinen Geist. In der Runde auf jeden Fall nicht. Nee, wisst schon so, was ich... Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Ich bin mir jetzt nicht sicher gerade, aber ich empfinde das halt so. Bei anderen Call of Duties fällt mir der Einstieg, auch wenn es neu ist, immer viel, viel schwerer als halt bei Black Ops so. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass... Alter, wie viel denn noch? So, frische Runde. Wo war ich jetzt eigentlich ursprünglich stehen geblieben? Oh Gott. Nee, ich finde... Oder ich glaube, das liegt daran, dass... Scheiße, ich wieder nicht aufpasse. Nee, das Time-to-Kill-Verhältnis, beziehungsweise das Verhältnis von der Stärke der Waffen zu dem, was man aushält, ist irgendwie... Anders kann ich mir das auf jeden Fall nicht erklären. Perfekt bei Treyarch. Deswegen läuft das auch immer alles so wunderbar in dem Spiel. Ich brauche bei anderen Call of Duties Monate, also Wochen und Monate, bis ich das mal ansatzweise gut spielen kann. Und bei Treyarch dauert das nie lange. Die Lobby scheint sehr stark zu laggen. Ihr wisst, da irgendwie habe ich das so ein Gefühl, dass das daran liegen könnte. Weil schaut euch mal Ghosts an oder so, falls das jemand gespielt hat oder sich noch erinnern kann. Zum Beispiel jetzt, da wurde man angepustet und ist schon gestorben, so, weißt du, so nach dem Motto. Hab ich. Nice. Unsichtbar Typi hier, Spectre ist mein Lieblingsspezialist, muss ich sagen, ne, schon immer. Ich spiele den jedes Mal. Drohne raus. Ich bin auf jeden Fall, man sagt das ja bei jedem COD, also, gibt ja mal gespaltene Meinung, die ein... Nein. Hä? Wie, wo? Warum wechselt hier jetzt schon wieder der Spawn? Ich verstehe das nicht. Nee, auf jeden Fall, die einen Leute sagen ja bei jedem Call of Duty, ja, das wird voll geil. So wie ich es immer mache. Und die anderen sagen, ja, voll scheiße, immer dasselbe.
Aber ich habe wirklich das Gefühl diesmal, gerade auch weil es Black Ops 4 ist, dass es absolut geil und genial werden wird. Das nächste Call of Duty. Ich habe das irgendwie voll im Gefühl. Bitte, 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 bitte. Hä? Ich habe das komplett irgendwie im Feeling. Ich habe auch komplett im Feeling, dass ich hier nichts reiße. Ich hänge auf jeden Fall noch eine Runde an und dann werde ich mich mal in der Runde dann mehr auf Zocken konzentrieren. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles erzählt, was ich erzählen wollte. Habe ich? Habe ich auch, habe ich auch. Habe ich auch. Oh Mann, geil. Ah, ganz kurz mal atmen. Ah, Drohnen schaffe ich hier en masse, ja, aber das war's denn auch. Schon. In der Runde. Spielmodis mit 100 Punkten pro Kill, das gefällt mir eindeutig besser. Naja, du... Kleiner Headglitcher 9. Ich habe keine Munition mehr. Ich bin ja auch zudem übelst gespannt, wie das nächste Nuketown denn aussehen wird. Ich habe irgendwie noch gar nichts über Nuketown gehört oder ich war einfach nur wieder blind. Das interessiert mich ja denn schon sehr. Wenn das ein Mix aus Black Ops 2 und Black Ops 3 wird, dann sieht es vielleicht so ähnlich aus wie bei Black Ops 2. Stören würde es mich ja eher weniger. Ich glaube, die Version von Nuketown fand ich auch am besten. Aber abwarten, meine Freunde. Habe ich noch? Spawnwechsel garantiert. Herrlich, habe ich. Nein, 25 vor Geist, mach doch nicht diesen, Junge. So, letzte Runde. Dankeschön. Oh, der hat den Ball schon. Habe ich. Nein. Was wollen die denn hier im Spawn? Oder bin ich gerade im falschen Spawn? Ich weiß es gerade gar nicht. Spiel ablenkt nicht so oft. Oh. Leute, lasst mich mal kurz in Ruhe. Ja, Mann. Mehr wollte ich doch gar nicht in diesem scheiß Video hier schaffen. Ja, lass mich in Ruhe mit dem Ball. Nein! Was war das denn jetzt? Toll. Raps raus, Geist raus. Die gebe ich denen jetzt, ey. Scheiße hier. Kann doch nicht wahr sein. Das hat so lange gedauert. Ja, ich bin bei... Ich weiß auch nicht, warum das so ist, tatsächlich. Ich weiß das alles nicht. Nein! Das war jetzt wirklich der größte Fail in meinem ganzen Leben. Ich bin gerade so enttäuscht, ne? Jetzt schaffe ich meine Streaks. Und hab nichts davon. Wie peinlich das eigentlich gerade ist. Das ist mir richtig unangenehm. Wie man sicherlich merkt. Jetzt weiß ich leider auch nicht, warum das so ist, aber bei Triarch Theories bin ich auch ein wenig ehrgeiziger am Start. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die Black Ops 4 Zeit. I found company inside a song. Take it off your chest, throw it in a poem. If they try to flex, show 'em where you going. Hitting on your past, kill. Und weggesniped. When you get the chance, drive it like you stole it. She said, I don't wanna grow up. I gotta go keep my passions alive. Please say you've heard of a place I can fly where nothing's impossible. That's where I gotta go. They said the only way up was to get in line. I'm telling you that somebody lied. Geist ist da. Sehr schön. Mann, ich werde dieses Video nicht beenden, ohne meine Streaks zu kriegen. Ich schwöre es euch. Gnadenlos Streak. Wenn der Geist jetzt mal einen Kill machen würde, wäre es richtig schön. Der braucht mal ewig, ne? Warum killt der keinen? Ich habe heute nur Pech. Und die Raps. Ah, die hebe ich mir jetzt mal besser auf für die nächste Runde. Ah, naja, dann sterbe ich halt nochmal, ne? Ist ja kein Ding für mich. Sehr schön. Dann habe ich jetzt auch noch das geschafft, was ich schaffen wollte. Orbis, nice, ein Orbi. Fenstercamper sind jetzt nicht so nice, aber was willst du dagegen tun, ne? Die wird's immer geben, immer geben. Mach ich das halt auch mal nach? Ja, und dann ist ja keiner mehr nice. Nee, schön, dass ich das jetzt doch noch geschafft habe. Quasi ja zum zweiten Mal, aber wenn man die Streaks drückt und die Runde vorbei ist, ist es ja echt, das ist die größte Strafe, die man kriegen kann. Drohne für die nächste Runde ist auch schon mal ready. Habe ich auch. Nice.
mein kleiner Sniper. Oh, nicht daneben schießen, nicht daneben schießen. So, zweites Ründchen hier und Rindenbums. Ich spiele jetzt mal ganz tolles Safe. Ich sage am besten gar nichts. Versau ich sowieso wieder alles. Raps raus. Das ist doch mal ein schönes Feeling hier. Sehr schön. Und einen Geist habe ich auch noch. Was will man denn mehr auf dieser Welt, als die Streaks zu kriegen, die man die ganze Zeit schon versucht zu erspitzen? Weil man so blöd ist und so viel redet. Aber irgendwie so richtig reinknallen tun die heute auch nicht, ne? Kommen die von hier? Nö. 5 vor den nächsten Raps und jetzt sterbe ich garantiert? Nein, ich sterbe nicht. Jetzt kann ich richtig entspannen, meine lieben Freunde. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, dann töte mich halt. Mach doch einfach, was du willst. Ich habe mein Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Und nochmal Raps. Genau die Genugtuung, die ich gebraucht habe heute. Ist absolut genau das, was ich wollte. Deutsch. Nee, ich bin wie gesagt echt bei Treyarch Black Ops CODs echt ehrgeiziger so. Da ist mir das irgendwie nicht egal, wie ich spiele. Ich weiß wirklich nicht warum. Das ist einfach so. Das war schon immer so. Ich liebe Raps, ne? Genauso sehr wie, nein! Nochmal ein Geistchen hätte ich ja nochmal gern mitgenommen, ne? Aber ich rede jetzt gerade wieder mehr. Ich glaube, ich habe gerade meinen Satz nicht beendet, aber ich habe auch vergessen, von was ich gerade geredet habe. Tut mir echt leid. Auf jeden Fall, dass ich ehrgeiziger bin bei Treyarch CODs und ich weiß nicht warum. Und ich liebe Raps. Genau wie Hundestaffel. Und die soll es ja bei Black Ops 4 auch wieder geben, Hundestaffel. Und die wird dann Standard, meine Frumpels. Die wäre also in meinem Repertoire. Nice. Dann kill mich halt. Ich bin gerade so innerlich entspannt, ja. Und falls jemand mein World War 2 Video auf jeden Fall gesehen hat, mein MG42 Video, wo ich gesagt habe, es ist Sonntag und mein Laptop hat ein fettes Update und ich musste so lange warten, weil ich so viel aufnehmen wollte. Das ist übrigens immer noch genau derselbe Tag und alle Videos, die ihr jetzt die Woche gesehen habt, sind an diesem Tag entstanden. Ich sitze von circa um 1, jetzt ist es gleich, es ist um 5. So lange sitze ich jetzt hier schon und mache Videos für euch und für mich, weil es mir einfach Spaß macht. YouTube macht mir einfach unnormal Fets. Ja, Ziel ist auf jeden Fall erreicht, dann sterbe ich jetzt halt die ganze Zeit. Gewinnen tun wir das Ding auch noch, bin ich wieder einen Schritt näher an diesen, in dieser Kiste da. Und dann. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Mir hat es auch gefallen, obwohl ich leicht aggressiv rumgeschwitzt bin. Das war jetzt richtig dumm gespielt von mir, aber ist mir jetzt auch egal. Oh, Wächter, Wächter, Wächter. Oh, der war mies gesetzt. Und 60 zu 12 ungefähr habe ich jetzt geschafft. Ja, genau. Nice. Gut, denn danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, weil ich glaube, dieses Video kommt Donnerstag. Das habe ich auf jeden Fall, glaube ich, auch so geplant. Dann würde ich sagen, war es das von mir. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in den nächsten Videos. Tschüss.